Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Black Mirror, eurem gruseligen Mitraten-Let's Play hier auf gronk.de. Ja, wir haben es geschafft, wir konnten dem Arzt seinen Ausweis abnehmen und damit sollten wir es doch jetzt schaffen, endlich an Dick vorbeizukommen, ja komm, raus hier Darren, bevor er noch was merkt. Ja, um damit endlich in die Leichenhalle zu kommen, wo wir dann hoffentlich, ja, Fullers persönliche Gegenstände finden. Das Wetter ist immer noch unverändert hier in Biddeford. Es regnet und regnet und regnet. Ja, genauso trüb wie unsere Gedanken ist das Wetter. So, aber bevor ich jetzt nach hinten gehe, gehe ich mal ganz schnell ans Krankenbett von Darrens Mutter. Denn ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, wenn ich die ein paar Mal anspreche, kommt irgendwas Cooles. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Keine Veränderung. Sie atmet ruhig und gleichmäßig, aber kein Hinweis, dass sie bemerkt, was um sie herum geschieht. Keine Veränderung. Sie atmet ruhig und gleichmäßig, aber kein Hinweis, dass sie bemerkt, was um sie herum geschieht. Keine Veränderung. Sie atmet ruhig und gleichmäßig, aber kein Hinweis, dass sie bemerkt, was um sie herum geschieht. Keine Veränderung. Sie atmet ruhig und gleichmäßig, aber kein Hinweis, dass sie bemerkt, was um sie herum geschieht. Also passieren tut hier mal nichts. Sie atmet ruhig und gleichmäßig, aber kein Hinweis, dass sie bemerkt, was um sie herum geschieht. Na gut, einmal noch. Keine Veränderung. Keine Veränderung. Na gut. Wahrscheinlich muss ich da öfter drücken oder ich wurde veräppelt. Gut, jetzt gehen wir mal nach hinten durch. Ja? Hallo. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. In Ordnung. Das Paket? Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Einen Ausweis habe ich auch. Also gut, kannst rein. So, jetzt sind wir in der Leichenhalle. Und hier irgendwo liegt Fuller. Ah, da hinten, Fullers Leiche. Na, schauen wir uns die direkt mal an. Gibt seine Käsefüße. Kein schöner Anblick. Fullers Körper ist mit Stichwunden übersät. Sie haben ihn entkleidet. Hier werde ich keine Hinweise finden. Darauf verzichte ich lieber. Wer immer das war, er muss wie von Sinn gewesen sein. Vielleicht doch Mrs. Biber? Darauf verzichte ich lieber. Darauf verzichte ich. Also irgendwas kann ich mit Fullers Leiche noch machen. Okay. Aber schauen wir uns erstmal hier im restlichen Raum um. Da haben wir ein paar Clipboards, eine Spritze. Ah, eine Spritze, da kommt mir doch direkt eine Idee. Weil ich könnte ja die Spritze dann dazu benutzen. Ja, das Abführmittel. Eine Spritze. Ziemliches Kaliber. Ich schätze, damit werden irgendwelche Flüssigkeiten abgesaugt. Eine Grippeimpfung würde ich damit zumindest nicht bekommen wollen. Dann nehmen wir das gute Stück mal mit. Denn ich glaube, damit bekomme ich das Abführmittel ins Soda. Also nehmen wir jetzt auch einfach mal, ja, die Spritze. Dann ziehen sie nach vorne zum... Aha, ich habe etwas vom Abführmittel in die Spritze gezogen. Genau. Und das befördere ich jetzt ins Soda. In Ordnung. Das Abführmittel ist in der Sodaflasche. Aber ich weiß jetzt nicht, wem ich das zu trinken geben soll, weil in der Leichenhalle sind wir jetzt ja nun schon. Naja, da wird sich bestimmt noch jemand finden. So, guck mal hier, ein paar Schubfächer. Entweder ist man davon ausgegangen, dass Biddeford mal 50.000 Einwohner bekommt, oder die Menge der Kühlfächer ist ziemlich übertrieben. Da müsste schon die halbe Stadt einen kollektiven Herzinfarkt bekommen. Ein Wischmob. Jedes Jahr sterben tausende Leute an Infektionen, die sie sich in Krankenhäusern geholt haben. Die Frage ist nur, ob der Hygienewahn besser ist. Die eingesetzten Putzmittel sind selber nicht ganz ungefährlich und die Erreger werden immer widerstandsfähiger. Tja, alles recht sauber hier. Aber letztendlich macht ein toter Mensch ja auch weniger Dreck als ein lebender. Naja, zumindest, wenn man ihn nicht aufschneidet. Ganz große Klasse. So, was habe ich hier? Ein paar Dosen und dann bloß noch die Clipboards. Insgesamt 6 Clipboards. Mal sehen. Das sind Aufstellungen, welche persönlichen Gegenstände ein Toter bei sich hatte. Aber hier stehen keine Namen.
Auf dem ersten nur eine große 394. Ich schätze mal, die Nummern auf den Listen hier beziehen sich auf die Nummern der Schachteln. Das heißt, wenn ich herausbekomme, welche dieser Listen zu Fuller gehört, weiß ich, in welchem Kasten seine Sachen sind. Aber wie komme ich jetzt an Fullers Nummer? Er trägt ja so ein komisches Ding um seinen Fuß. Vielleicht kann ich das davon ablesen. Gucken wir einfach mal nach. Darauf verzichte ich lieber. Wer immer darauf verzichte ich. Okay, also mit dem Pflaster kann ich da nichts, oder mit dem Namensschild kann ich da nichts anfangen. Ja, dann muss ich jetzt wahrscheinlich raten, oder was? Schauen wir mal. Na komm, Darren, bisschen flotter hier. So, Clipboard, 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 okay. Nummer 394. Haarbürste, Lippenstift, Autoschlüssel, Spiegel. Das wird wohl kaum Fullers Tascheninhalt sein. Nee, kann's bestimmt nicht. Nummer 412. Brieftasche, Schlüssel, Polaroid-Foto. Das könnte Fuller sein. Oh, Moment. Ein Ehering. Fuller war nie verheiratet. Also 412 ist er nicht. Verdammt. Nummer 433. Kreditkarten, Ohrringe, Fußkette. Nein, nicht Fullers. Okay, dann schauen wir mal auf dieses hier. Nummer 448. Brieftasche, Führerschein, Kreditkarte, Schlüssel, Quittungen. Ich würde nicht ausschließen, dass das Fuller gehörte. Allerdings bin ich mir nicht sicher. Nummer 442. Führerschein, Fotos, Kleingeld. Ein Schnuller, Babypuder. Definitiv nicht Fuller. So, und last but not least? Nummer 399. Messer, Taschenlampe, Skimaske, Dietriche, Kleingeld, Plastikbeutel. Wenn Fuller nicht gerade heimlich auf Diebestour gehen wollte, als er ermordet wurde, dürfte das nicht seins gewesen sein. Ja, da wurde wohl ein Dieb heimlich erwischt und umgebracht. Ja, so kann's auch gehen. Clipboard Nummer, keine Ahnung, irgendwas, aber das kann's dann wohl am Ende bloß noch sein, weil ist ja auch kein anderes mehr übrig, was irgendwie passen würde. Nummer 448. Das ist die einzige Schachtel, die übrig bleibt. Die muss es sein. Schachtel. Einige Dutzend Schachteln. Sie scheinen luftdicht verschlossen zu sein. Auf jeder Schachtel klebt eine Nummer. Ich glaube, die persönlichen Gegenstände der Toten werden in ihnen aufbewahrt. Die Nummer von Fullers Schachtel ist 448. Nur, wo ist die Schachtel 448? Okay. Da, Schachtel 448. Da haben wir sie ja. Das ist Fullers Schachtel. Ja, dann auf damit. Fullers Schlüsselbund. Das könnte interessant sein. Und hier? Sein Portemonnaie. Führerschein, ein paar Dollar, Kreditkarte, einige Quittungen. Aber keine Geheimzahlen oder sowas in der Art. Ich denke, ich nehme den Schlüsselbund mit. Das Portemonnaie und der restliche Kram helfen mir wohl nicht weiter. Guck mal, was an dem Schlüsselbund dran ist. Aha. Ne? Ein kleiner, sind das sechs Kanten? Ich glaube mal, ein kleiner Sechskantenschlüssel. Ich glaube, den brauche ich doch für die Kuckucksuhr. Oder brauchte ich? Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann gehen wir mal zurück. Ja, kann ich hier eigentlich dann noch irgendwas machen? Ich muss die Bahre noch anschauen. Eine Bahre aus Metall. Die Ränder sind etwas angewinkelt, damit kein Blut auf den Boden tropft. Sie steht auf Rollen und wirkt etwas klapprig. Vermutlich wird er zur eigentlichen Obduktion in einen anderen Raum gebracht. Genau so eine Bahre steht auch draußen auf dem Flur. Ich denke, sie ist für den Transport von Toten gedacht. Der obere Teil lässt sich abnehmen. Eine Bahre aus Metall. Vermutlich wird genau so eine Bahre steht auch. Okay, die kann ich irgendwie auch noch benutzen. Habe ich noch einen Tropfen im Wasserhahn? So. Also, was kann ich hier noch alles benutzen? Fullers Leiche? Eine Bahre? Ja. Und sonst nichts. Die Uhr? Nee, auch nicht. Na gut, aber probiere ich das jetzt erstmal mit dem Kuckuck aus. Mal gucken, was da dann passiert, weil hier kann ich jetzt eh nichts mehr machen. Ja, Dick, ich gehe dann wieder. Tschüss. So, vielleicht nochmal kurz mit der Schwester reden. Ich will sie gerade nicht von ihrer Arbeit abhalten. Mit der gibt's nichts zu bereden, also da würde ich sagen, legen wir mal einen Zahn zu und benutzen die Karte. So, ab zu Fullers Haus. Ja, trotz des Schlüssels können wir ja vorne immer noch nicht rein, weil die Polizei würde ja merken, dass wir die Siegel durchbrochen haben.
Deswegen benutzen wir wieder unseren schönen, ja etwas offensichtlichen Geheimgang in den Keller. Das ist Darren gar nicht stört, dass er völlig nass wird. Denn Samuel hat sich immer noch seine Kapuze aufgesetzt, aber Darren... So, zack. Und die Treppe wieder nach oben. Wäre beinahe ausgerutscht. Und ins Hinterzimmer. So, und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob das funktioniert. So, Kuckucksuhr. Und hier der Schlüsselbund. Mal sehen, was passiert, wenn ich den Schlüssel drehe. So, ich habe die Uhr aufgezogen. Ich drücke den Schlüssel jetzt rein. Huch, es hat geklickt. Hörte sich an, als wäre im Inneren der Uhr etwas verstellt worden. Hoppla, was ist das denn? Die Schachtel war in der Uhr versteckt. Das ist ja geschickt. Eine geheime Schachtel. So. Komm schon, ich brauche einen Hinweis auf die verdammte Kombination. Was sind denn das? Vier Negative. Okay. Das sind vier ausgeschnittene Negative. Aber die Fotos scheinen nichts geworden zu sein. Hier sind Fehler in der Aufnahme. Sehen aus wie Balken oder Striche. Einige horizontal, einige vertikal. Und auf jedem Negativ sind sie anders angeordnet. Mehr kann ich so nicht erkennen. Ja, jetzt habe ich hier diese Negative, aber was fange ich nur damit an? Verdammt, ich hänge schon wieder fest.